Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Heilpflanzen A bis Z. Heute kommt eine Heilpflanze mit M dran. Da hatte ich ursprünglich eine ganz andere Idee und meine Freundin Tanja, die in einer Apotheke arbeitet, hat mich aber auf ein Pflänzchen gebracht, das immer interessanter zu werden scheint. Heute geht es um das Mädesüß. Auch Spier oder Spierstaude, auch Wiesengeißbart genannt und sie hat noch viele andere volkstümliche Namen. Sie gehört zu unseren heimischen Wildpflanzen und ist weit verbreitet. Außerdem wurde sie früher und auch heute vielfältig genutzt. Schon bei den Germanen und Kelten galt sie als Heilkraut. Das Mädesüß war seit jeher als Heilpflanze genutzt. Es hat aber auch die Bedeutung als Würzkraut und Süßungsmittel für Met. Wahrscheinlich kommt der Name Met sogar von dem Mädesüß. Im 3. Jahrtausend vor Christus hat man schon nachweisen können, dass in England und Schottland das Mädesüß als Zutat für Biere verwendet wurde. Die alten Druiden und die Kelten, die nutzten auch das Mädesüß zum Räuchern. Der schöne mantelartige Geruch sollte einfach die heiligen Stätten reinigen. Ich habe mal zum Mädesüß recherchiert, welche Wirkungsweisen es hat und wie wir uns diese Wirkungsweisen selber auch richtig gut zunutze machen können. Und danach habe ich mal meine Freundin Tanja angerufen und durfte das Ganze mitschneiden und ihr könnt hören, was eine Apothekerin zum Mädesüß zu sagen hat. Hallo Tanja, es freut mich, dass du Zeit zu dem Thema hast und auch Lust darauf. Wir hatten ja kürzlich dazu telefoniert, wie es so um die Schmerzmittel aussieht und den Nachschub für die Apotheken. Das ist vielleicht nochmal ein eigenes Thema wert. Aber du hast mir erzählt, dass du schon mit den verschiedenen Ärzten so im Brainstorming bist, welche pflanzlichen Alternativen sich vielleicht eignen, wenn hier und da Nachschubprobleme entstehen. Und du hast mir da zur Spierstaude geraten. Da habe ich nochmal nachgeschaut und festgestellt, ich kenne die Pflanze, aber eben als Mädesüß. Wahnsinnig interessant. Ich habe mal nachgeschaut und habe auch festgestellt, das hieß früher mal Spirea, Aspirin, Spirea. Kann man zusammenbringen gedanklich. Was kann man denn aus Apothekerinnensicht sagen zum Mädesüß? In der volkstümlichen Anwendung wirklich auch gegen Zahnschmerzen, gegen Entzündungen und alles als Umschläge zum benutzt wurden. Die Wurzel oder die Blüten? Hauptsächlich die Blüten und das Kraut. Okay. Also die Blätter, weil in den Blättern dieser Spiringehalt wohl relativ hoch ist, dass man diese Blätter mit Essig gekocht hat, also acetyliert hat, dieses A in Aspirin. Und deswegen Acetylsalicylsäure. Genau, acetyliert, das ist das A in Aspirin, ne? Essig, acetyliert. Ja, aber es ist doch schön, wenn man die Zusammenhänge auch mal versteht. Also man hat das vorher so benutzt und hat dann festgestellt, ja, wenn man es ein bisschen in Essig gekocht hat, wird es verträglicher. Mm. Ja? Weil es ist eine Säure und Salicylsäure, ja. Hast du den lateinischen Namen noch als Spirea oder schon als Filipendula gelernt? Beides. Ja, schmerzlindernd, gegen Entzündung, Fieber senken, kräftigen, krampflösend, schweißtreibend, harntreibend. Genau. Also Blase auf jeden Fall bei der Niere, jein. Niere ist immer schön zum Durchstühlen. Die Frage ist halt immer, wenn du jetzt wirklich einen Nierenstein hast. Aber das, wie gesagt, also so irgendwo Fieber auftritt, würde ich von der Selbstmedikation erstmal zurücktreten. Wenn Fieber auftritt, jetzt mal abgesehen von der Erkältung, aufgemerkt, das ist in einem Stadium, je nach Stärke, wo es wichtig ist, abzuklären, wo es herkommt. Ja, an der Stelle ist das Gespräch abgedriftet in andere Themenbereiche. Ich kann mir aber vorstellen, dass die Sicht einer Pharmazeutin, die gleichzeitig Menschenfreundin und auch Heilpflanzenliebhaberin ist, nochmal interessant sein könnte. Ich denke, Tanja wird ihr demnächst sicherlich nochmal hören. Zum Mädesüß lässt sich festhalten, dass es eine der Grundlagensubstanzen des Aspirin enthält. Ähnlich übrigens auch wie die Weidenrinde. Das Mädesüß kann auch als Tee genutzt, schmerzlindernd wirken. Und vor allem ist es sehr gut gegen Entzündungen geeignet. Es kann bei Erkältungskrankheiten fiebersenkend wirken. Es wirkt kräftigend, krampflösend, schweißtreibend und kann auch die Harnwege wieder in Fluss bringen. Deswegen ist es geeignet und besonders auch oft in Erkältungstees mit enthalten, bei Erkältungskrankheiten, auch bei Durchfall und Blähungen, ebenso bei Blasenleiden und leichten Nierenerkrankungen, die nichts mit Nierenstein zu tun haben. Bei Schmerzen aller Art ist das Mädesüß empfohlen, auch bei Gelenkbeschwerden,
Bei Rückenschmerzen, bei Kopfschmerzen kann euch ein Medesüßtee richtig gut helfen, anstatt zum Aspirin zu greifen. Aus den Medesüß, Blättern und Blüten kann man sich sogar selber eine Tinktur herstellen. Dazu löst man die frischen Blütenteile und die Blätter in 40%igem Alkohol, lässt die in etwa 4 Wochen ziehen, filtert das Ganze ab und lagert es dunkel und hat so auch eine Lösung zum Einreiben für Gelenkbeschwerden und Schmerzen. Der Medesüßtee lässt sich auch richtig gut kombinieren mit anderen Teekräutern in einer richtig tollen Mischung, zum Beispiel mit Lindenblüten, Holunderblüten oder auch mit Kamilleblüten. Zu all diesen Heilpflanzen gibt es auch schon ein eigenes Video. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr da gerne nochmal reinschauen. Ich hoffe, auch heute war wieder etwas Neues und Interessantes für euch dabei, was ihr euch mitnehmen könnt. Morgen geht es um eine Heilpflanze mit dem Buchstaben N. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Macht das Beste aus der Zeit und bis bald. Tschüss.